Oberbürgermeister Thomas Geisel hat auf der Reisemesse ITB in Berlin den Start der diesjährigen Tour de France in Düsseldorf vorgestellt. An der Pressekonferenz am 9. März nahmen auch Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, Frank Schrader, Geschäftsführer der Düsseldorf Marketing und Düsseldorf Tourismus GmbH, Rheinbahn-Vorstand Klaus Klar, die Projektleiterin Grand Départ Düsseldorf 2017 Theresa Winkels, der Geschäftsführer der SITA Airport IT GmbH Dr. Christian Jahnke sowie Andreas Fuhrmann, stellvertretender Sprecher Verkehr und Transport der Deutschen Bahn teil. Die Stadt Düsseldorf erwartet zum Grand Départ der Tour de France hunderttausende Radsportfans. Anreisemöglichkeiten bestehen unter anderem mit dem Flugzeug. Aus mehr als 200 Städten weltweit gibt es eine Direktverbindung nach Düsseldorf. Am Flughafen wird es einen Empfangscounter für Gäste des Grand Départ geben, an dem Informationen zur Weiterreise verfügbar sind. Wer die Deutsche Bahn nutzt, kann zum exklusiven Festpreis von 99 Euro in der zweiten Klasse bzw. 159 Euro in der ersten Klasse deutschlandweit in allen Fernverkehrszügen anreisen. Der Preis gilt jeweils für Hin- und Rückfahrt von jedem DB-Bahnhof in Deutschland. Das Angebot ist gültig vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2017. Die Tickets können erworben werden unter www.düsseldorf-tourismus.de/gd-offers/. Unter dieser Internetadresse finden Interessierte auch Informationen zur Anreise per Fernbus sowie eine direkte Verlinkung zum Anbieter Flixbus, der den Düsseldorfer Hauptbahnhof anfährt. Wer mit dem Auto kommt, muss sich auf Streckensperrungen einstellen und sollte vorher unter www.parkvogel.de/granddepart einen Parkplatz buchen. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Rad anreisen, finden unter www.radroutenplaner.nrw.de die optimale Strecke zur Landeshauptstadt. Zudem wird es mindestens 33.000 zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben. Einzelheiten zur Erreichbarkeit der Tourstrecke am Tag der ersten Etappe mit dem Fahrrad zeigt eine Radkarte unter www.düsseldorf.de/letour/anreise. Um innerhalb der Stadt mobil zu sein, stehen die Bahnen der Rheinbahn zur Verfügung. Mit dem Tagesticket ab 6,80 Euro in der Preisstufe A sind einzelne Besucher oder Gruppen von bis zu 5 Personen günstig unterwegs, denn sie können beliebig häufig zu den verschiedenen Veranstaltungsorten fahren. Den Auftakt für das größte Sportereignis des Jahres bildet am Freitag, den 29. Juni, die Teampräsentation. Ab 18.30 Uhr werden die 198 Fahrer der 22 Teams auf die Bühne auf dem Burgplatz kommen. Von dort fahren sie über den Marktplatz, das untere Rheinwerft, bis zum Johannes-Rau-Platz am Apollo-Theater. Die Besucherinnen und Besucher erwartet neben gastronomischen Angeboten auch eine Aktionsfläche der Bundeswehr am unteren Rheinwerft. Die erste Etappe der Tour de France beginnt am Samstag, den 1. Juli, mit einem Einzelzeitfahren. Die 14 Kilometer lange Strecke führt die Fahrer unter anderem nach Oberkassel und auf die Kö. Start und Ziel ist an der Messe Düsseldorf. Die erste Etappe wird an 8 Stellen in der erweiterten Innenstadt auf großen LED-Wänden live übertragen. Zusätzlich gibt es an 6 dieser Stellen Mitmachaktionen, Talks oder Musik. Am Abend findet außerdem im Ehrenhof das ausverkaufte Tour de France 3D-Konzert der Band Kraftwerk statt. Die zweite Etappe am Sonntag, den 2. Juli, beginnt auf dem Burgplatz. Das Fahrerfeld rollt von dort ohne Zeitmessung Richtung Medienhafen. Das Radrennen startet offiziell auf der Fischerstraße. Die Strecke führt über Grafenberg und Gerresheim in den Kreis Mettmann und zurück nach Düsseldorf. Bei Streckenkilometer 57 werden die Fahrer das Stadtgebiet verlassen. An 7 Stellen in der erweiterten Innenstadt können Radsportfans die Live-Übertragung auf LED-Wänden verfolgen. Davon sind 4 als Eventflächen geplant. Unter www.düsseldorf.de/letour finden Sie weitere Informationen zum Start der Tour de France 2017 in Düsseldorf.